Ja, hallo liebe Vintage-Musikliebhaber. Ich habe mir schon wieder was gekauft. Auch nicht über eBay. Auch wieder über diese Kassettendeckgruppe. Aber leider ist es kein Kassettendeck. Aber viele Leute sagen ja auch, das könnte das Kassettenfutter sein. Ein Gerät, was man auch gebrauchen könnte, wenn man Kassetten aufnimmt. Ja. Und wenn man ja auch schon so verrückt ist, dass er auf YouTube einstellt, wie einer ein Paket losmacht, denkt dran, Adresse vorher abmachen. Ja, was haben wir denn hier? Erstmal Polster, das ist auch schon mal gut. Polster, Polster, Polster. So. Hör mal zu. Ach mal, das. Ach mal, guck mal, hier sehen wir schon mal was. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier drin? Ein Kinch-Kabel. Ist auch schon mal wichtig, damit wir das zum Beispiel hier anschließen können. Aber brauche ich ja nicht. Ich habe ja noch genug Kinch-Kabel, aber da kann man nie genug von haben. Hier haben wir das 230 Volt Kabel. Ist das auch noch sicher? Ja, ich glaube wohl. Und für die Fernbedienung und das, nee, funktioniert gar nicht. Ist ja auch nicht für eine Kamera, ist ja für einen CD-Player. Ein CD-Player wird das. Aber guck mal weiter. Auch so schön eingepackt. Ich mach mal einen Schnitt. Akuki da. Ein Philips. CD 630. Gucken wir mal eben bei Wikipedia rein. Das ist schon mal aus den späten 80er. Aber Neupreis. Also glaube ich, dann tue ich erstmal den Revok, schicke ich jetzt mal erstmal in den Sommerurlaub. Ich musste da gestern auch wieder dran. Ich Schüssel habe gestern auf eine Party nochmal eine Revox B77 Tonbandmaschine laufen lassen, aber ich habe nur noch ein Netzkabel. Also musste ich mein Revox CD gestern mal ausbauen, um an das Netzkabel zu kommen. Aber jetzt machen wir mal einen Tausch. Jetzt kommt er mal hier rein und dann wollen wir mal gucken, ob das Ding überhaupt funktioniert. Hat er denn da von hinten? Ja. Einmal ein Kinch-Ausgang. Variable, da kann man die Lautstärke auch ändern. Bestimmt auch die Fernbedienung. Remote-Kontrolle, das heißt, wenn man so Philips-Geräte noch hat, aber die brauche ich nicht. Hier haben wir einen digitalen Coax-Ausgang. Hier könnte man zum Beispiel auf DAT Minidisc oder so digital überspielen. Und hier haben wir nochmal einen festen Ausgang. Nicht variabel. Und hier haben wir die 230 Volt. Dann wollen wir das jetzt mal aufbauen. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ja, was ist passiert? Ja, leider ist da ein Riss in der Platine. Aber ich habe das auch schon jetzt mittlerweile repariert. Wenn man jetzt hier so sieht, haben wir hier so einen Riss oder einen Sprung drin. Aber ich habe das hier auch schon nachgelötet. Hier sitzt nämlich der Trafo. Da kann auch sein, dass durch den Trafo-Gewicht die Platine sich ein bisschen bewegt hat beim Transport. Und hier ist auch ein Riss. Aber ich habe das jetzt alles ausgebessert. Die Lötstellen dann repariert. Und wir schauen übrigens von der Unterseite. Man kann nicht von unten losschrauben und von oben losschrauben. Ja, und da ich schon so schön am Schrauben bin, haben wir dann auch nochmal von oben losgemacht. Die Interessierte können jetzt hier nochmal so reingucken. Auf den ersten Blick sehen wir hier den Transformator. Hier sehen wir ein paar Elkos. Hier ist nämlich der Netzteilbereich.
Wenn wir hier mal gucken, sehen wir das berühmte Schwenkarmlaufwerk. Das ist das Philips CDM 4-19. Hier haben wir den Motor für den Schubladenantrieb. Der gerade Riemen, der geht noch auf jeden Fall, die Schublade, die geht noch flüssig auf und zu. Ja, das ist der Chip. Vielleicht ist das hier der Oversampling Chip. Und was haben wir hier? Haben wir den? Das ist der Digital-Analog-Wandler. Ja. So sieht das Ding von innen aus. Dann schraube ich den mal wieder zusammen und dann wollen wir mal Netzspannung anlegen. So, ich habe schon mal alles vorbereitet. Lautsprecher angeschlossen. Jetzt nicht in meiner Anlage. Gucken wir uns das nochmal genau an. Hier haben wir den An- und Ausschalter. Hier haben wir die Schublade, wo der Open-Taster irgendwie integriert ist. Ja, hier können wir den Digitalausgang separat ein- und ausstellen. Versetzt, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt auch nur so einige Funktionen sagen. A und B, da kann man bestimmte Stelle wiederholen. Repeat können wir ja auch für Titel oder die ganze CD. Hier kann man Time umstellen. Dim, hier kann man das Display dimmen. Da könnte man das Ding sogar im Schlafzimmer stellen. Edit und so. Und hier ist das. Ja, und hier haben wir auch eine 10er-Tastatur. Hier können wir auch die Titel direkt anwählen. Und wir können auch sogar schon ein bisschen programmieren und so. Wir haben dieses FTS, glaube ich, das heißt Favorite Track Selektor. Ja, hier haben wir den schnellen Vorlauf und Rücklauf. Und den Cursor können wir hin und her machen. Und hier haben wir die gewöhnlichen Tasten. Play, Stop, Titel vor und zurück, Pause, Zufallswiedergabe, Scanner kann man so reinhören. Und ja, Programm. Und hier können wir auch noch einen Kopfhörer anschließen. Dann schalten wir das Ding mal ein. So, jetzt liest den CD und aber sagt er schon Insert Dix. Das ist auch schon das Tolle. Das ist schon richtig so mit Buchstaben. Insert Disk, ja, dann wollen wir den mal füttern. Hier können wir auch schon so ein bisschen sehen, dass wir einen Schwenkarm-CD-Player haben. Hier habe ich auch extra mal eine GEMA-Keyboard-Musik. GEMA-freie Keyboard-Musik. So, wollen wir jetzt schließen. Bitte wieder eingelesen. Ja. Der fängt auch direkt an zu spielen. Aber sonst zeigt er uns an, hier 12 cm Disk, 77 Minuten ja, Gesamtspielzeit. Ja, dann wollen wir mal mit dem Sommer. Wir haben ja Sommer mittlerweile. Drücken wir hier auf 5. So, jetzt können wir uns anzeigen. So lange geht das Lied noch. Oder so lange läuft die CD noch. Und hier haben wir die Schlafzimmerfunktion. So ein bisschen. Aber die Taste müssen wir gedrückt halten. Und so fängt er mit der Kalt wieder an. Hier können wir springen. Und wenn wir einmal hier fast drücken, kann man ganz schnell springen. Hier sind wir auch schon beim nächsten Lied. Und wenn wir 10 auswählen, dann müssen wir hier 1-0 drücken. Ja. Stopp. Viel brauche ich eigentlich gar nicht zeigen, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Ding wieder repariert habe. Ja. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video. Ach so, genau, jetzt wollen wir doch noch mal was ausprobieren. Wir sehen ja hier, dass er was anzeigt von 12 cm Disk. Ich habe ja auch noch eine 8 cm Disk. Wollen wir das nur noch mal eben ausprobieren. Wenn wir ja hier sehen, haben wir ja hier so eine
kleinere Mulde. Das ist ja extra für die 8 cm Dinger gedacht. So, wollen wir mal gucken. Aber da müsste der auch abspielen. Ich kann die vielleicht auch nur ganz kurz spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob da ist bestimmt GEMA Musik drauf, die ich mal geschenkt gekriegt. Fängt auch direkt wieder an zu spielen. Tatsächlich, guck mal, jetzt zeigt er an. 8 cm Disc. Ja. Das funktioniert auch, ja. Ich zeige euch noch mal, wie man das Ding programmiert. So, da muss man die Programmtaste drücken. So, dann wollen wir mal die Lieder 2, 4, 9, die 12 und die 15. Dann merkt man, das ist schon ganz schön einfach. Nun spielt er die jetzt auch so ab. Programmplay zeigt er an. Ja. Also relativ simpel, den zu programmieren. Ja. Und wenn wir noch mal die Stopptaste drücken, ist wieder Clear Memory. Deshalb steht auch hier Zentimeter drauf. Ach so, jetzt habe ich das rausgefunden. Muss Edit drücken und jetzt kann man hier auswählen. C30, 45, C60. So, dann steht drauf Edit verlegen. Wenn ich jetzt hier Play drücke, ich glaube, dann spielt das Ding so lange, bis hier die erste halbe Stunde vorbei ist. Ach, da kann man so viel mitmachen. Da kann man dann hier. Hier kann man dann hier Buchstaben hier eingeben. Vielleicht mache ich noch mal ein extra Video über die Programmierung. Da will ich mich mal bedanken fürs Zuschauen. Ja, immer wieder vorsichtig weglegen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.